Das Spiel auf der Gastra begann ganz nach dem Geschmack der in Ganz-Weiß spielten Hausherren. Bereits nach 2 Minuten legte sich Streitler den Ball zurecht. Sein Freistoß dann zwar eher harmlos, der Ball wurde aber abgefälscht. Eiler schaltete am schnellsten und schon zappelte das Netz. Rot-Weiß-Rankweil führte gegen Rezia Bludenz mit 1:0. Die Gäste allerdings wenig beeindruckt. Im Gegenzug brachten die Hausherren den Ball nicht weg. Christea legte sich das Leder zurecht, drückte ab, verfehlte das Tor aber um Haaresbreite. Die erste Duftmarke war also gesetzt und Bludenz legte nach. Dieses Mal probierte es Schatzmann über die rechte Seite. Seine Flanke wurde abgefälscht, der Ball senkte sich gefährlich und knallte auf die Latte. Rankl-Keeper Preuß wäre wohl aber zur Stelle gewesen. Nach 25 Minuten wieder die in Blau-Schwarz spielten Gäste aus der Alpenstadt. Schatzmann zunächst mit dem Solo, dann mit dem Ball für Haslacher. Der legte zurück, das Spielgerät verfehlte das Tor, dieses Mal aber deutlich. Wir sind schon in der 31. Minute. Abermals die Rezia im Vorwärtsgang. Haslacher schlussendlich mit der Flanke. Von Brühl scheiterte zunächst an Preuß. Dann war aber Stojadinovic zur Stelle und beförderte den Ball zum verdienten 1:1-Ausgleich in die Maschen. Rankweil nun völlig in die eigene Hälfte gedrängt. Thomas von Brühl mit dem Freistoß. Christea verlängerte. Michael von Brühl ebenfalls per Kopf. Das Leder streifte aber am Pfosten vorbei. Rankweiler erst kurz vor der Pause wieder gefährlich. Winter wurde in die Tiefe geschickt, Schuss aus der Drehung, auch hier fehlte nicht viel, aber es ging beim 1:1 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen nicht allzu viel. Bludenz dominierte und hatte Chancen. Haslacher ließ es hier aus 20 Metern krachen, sein Hammer knallte aber von der Latte knapp vor die Linie und wieder heraus. Kein Tor also, es blieb beim 1:1. Wir sind in Minute 60, Christea hier beim Eckball, das Leder segelte zur Mitte, Loritz verlängerte und Alner nahm die Hand zur Hilfe. Schiedsrichter Gangl ließ sich aber nicht beirren, der Ball wohl schon über der Linie und somit führte Bludenz in Rankweil 2:1. Die Hausherren danach etwas aktiver, Streitler hier mit dem Ball zur Mitte, Koch verlängerte und schließlich hatte Eiler freie Bahn, es sollte aber nicht sein, auch hier fand das Spielgerät nicht den Weg ins Tor. Die Hausherren machten nun klarerweise hinten auf und Bludenz hatte Platz für Konter. Haslacher hier mit dem starken Antritt, seine Herangabe punktgenau, Rackl verfehlte, aber am langen Pfosten stand Stojadinovic und der ließ sich nicht lange bitten und traf zum 3:1 für die Rezia. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Puh, schon mal schwer zum Sägen. Ja, wir haben, wie gesagt, noch einmal 1:1 ein kleiner Faden verloren. Sie waren halt immer gehörig gedruckt und deshalb hoffen wir, irgendwo noch mehr Chancen gehabt. Also das Spiel hat mir gefallen, muss ich ganz klar sagen. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, ein kämpferisches Spiel, sehr schönes Spiel. Leider hat Rankweil viele Chancen nicht vergelten können oder nicht verwerten können. Es war verdient vom Bludenz, wobei das zweite Tor natürlich ein Glücksfall war. Sie haben ja ein regionales Unternehmen bei uns. Können Sie uns bitte ein paar Infos zu Ihrem Unternehmen geben? Ja, also ich bin Versicherungsmakler, bin tätig an und für sich in ganz Vorarlberg, aber sind hier in Rankweil ansässig, sind 7 Mitarbeiter, betreuen oder beraten ca. 2000 Kunden.